Schön, dass du da bist und willkommen zum neuen Video von O1 & Zünz. Und willkommen hier auf meinem Sofa. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Zum einen gibt es heute keinen lustigen englischen Akzent. Zum zweiten ist heute unser erstes Video, für das wir ganz offiziell von einem Hersteller ein Testgerät bekommen haben, das wir nach diesem Video sogar behalten dürfen. Und das ist das Arturia Minifuse 2. Wir haben uns vorgenommen, auf diesem Kanal unsere ehrliche Meinung zu den Geräten zu sagen. Und dazu gehört natürlich nicht nur das Positive, sondern auch Punkte, die uns vielleicht nicht ganz so positiv aufgefallen sind. Der Hersteller sieht das Video erst dann, wenn du es auch sehen kannst. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Sollte es einmal anders sein, sagen wir dir rechtzeitig Bescheid und werden bezahlte Werbung natürlich auch als solche kennzeichnen. Im ersten Teil des Videos gibt es die klassische Review mit einer Übersicht über die Funktionen und Features. Und weil das alleine für ein Interface ja immer ein bisschen langweilig ist, dachte ich mir, ich mache noch einen kleinen Backing-Track. Das ist hier die 80er-Nummer, die ihr im Hintergrund hört. Und naja, weil wir was von Arturia bekamen und ich auch schon was von Arturia besitze, nämlich die V-Collection 8 und die FX-Collection, dachte ich mir, schraube ich auch direkt mal damit was zusammen. Das seht ihr dann im zweiten Teil vom Video. Aber jetzt erstmal zum Minifuse 2. Das ist das neue Minifuse 2 von Arturia. Und ich bin der Christoph und ich zeige dir, was man alles damit machen kann. Neben dem hier vorgestellten Minifuse 2 bringt Arturia zeitgleich das Minifuse 1 heraus, das sich von unserem Exemplar darin unterscheidet, dass es nur einen kombinierten Mikrofon-Audio-Input besitzt, anstatt derer zwei. Im nächsten Jahr folgt dann das Minifuse 4, das dann neben den zwei Kombi-Eingängen zusätzlich ein Line-In-Pärchen sowie einen zweiten Kopfhörerausgang featured. Nun aber zu unserem kleinen Freund. Minifuse 2 besitzt ein ebenso robustes wie kompaktes Metallgehäuse, das an der Front mit einer ziemlich hochwertigen Kunststofffrontblende abschließt. Es ließe sich daher auch, nicht zuletzt, dank seines moderaten Gewichts von knapp 400 Gramm perfekt als Wurfgeschoss verwenden. Und nicht zuletzt unterstreicht Arturia das mit einer Garantie auf die Hardware von 5 Jahren. Ich finde das gut. Wie findest du das? Na super! Fangen wir mit der Frontseite an. Von links nach rechts findest du zunächst den Bereich mit den zwei Audioeingängen. Diese sind jeweils mit einer XLR-Klinke-Kombibuchse ausgestattet, die es dir erlaubt, sowohl Mikrofone als auch Instrumente wie zum Beispiel E-Gitarren und Bässe anzuschließen. Die jeweilige Eingangsempfindlichkeit lässt sich mit einem beleuchteten Taster anwählen und mit einem eigenen Genregler einpegeln. Die Regler sind beleuchtet und zeigen zu laute Signale mit rotem Licht an. Selbstverständlich lassen sich mit diesen Eingängen auch Line-Signale aufnehmen, wie sie zum Beispiel Synthesizer, Drumcomputer oder DJ-Mixer liefern. Die rechte Seite des Geräts wird von der Master-Sektion dominiert. Zunächst fällt hier die 6-Segment-LED-Kette für den Master-Ausgangspegel ins Auge. Die beiden oberen Segmente leuchten rot, wenn es zu laut wird. Links daneben befindet sich ein Taster, mit dem du die Phantomspeisung aktivierst. Somit lassen sich auch hochwertige Kondensatormikrofone mit diesem Interface benutzen. Leider lässt sich die 48-Volt Phantomspeisung nur für beide Eingangskanäle gleichzeitig aktivieren, was in dieser Preisklasse aber wirklich keine Schande ist. Mit dem großen Drehknopf regelst du die Lautstärke des Master-Outputs. Wie alle anderen Drehregler an dem Gerät läuft dieser mit einem angenehmen Widerstand. Rechts neben dem Volume folgt dann der Regler für das Monitorsignal. Hier stellst du ein, ob du das Eingangssignal direkt, also ohne Latenz, am Eingang abhörst oder am Main-Ausgang. Darunter ist wiederum ein Taster, der es ermöglicht, das Direktsignal in Mono abzuhören.
Das brauchst du zum Beispiel, wenn du über einen Eingang eine Gitarre und über den anderen einen Sänger aufnimmst. Normalerweise wären diese beiden Signale nun auf links und rechts verteilt. Drückst du Mono, befinden sich wieder alle in der Mitte. Zum guten Schluss bleibt noch der Regler für den Kopfhörerausgang, sowie darunter die entsprechende Buchse für dein Headphone. Alle Drehregler sind übrigens dezent blau beleuchtet, nicht zu grell, was vor allem in dunklen Settings angenehm ist. Auf der Rückseite fangen wir wieder links an. Zunächst die Anschlüsse für das Ausgangssignal. Diese sind hier als 6,3 mm Klinkensteckerpärchen ausgeführt. Rechts daneben zwei klassische 5-Pol-DIN-Buchsen für MIDI-In und Out. Sehr gut und ein absolutes Muss für jedes Heimstudio. Ganz rechts findest du dann die USB-Sektion. Hier schließt du das Minifuse 2 an deinen Computer an. Dem Paket liegt ein Kabel von Full-Size USB auf USB 3 bei. Nutzern eines aktuellen MacBooks empfehle ich daher die Anschaffung eines passenden USB-Kabels. Dann können die Adapter in der Schublade bleiben. Denn diesen Adapter haben die Minifuses quasi schon eingebaut, da es einen zusätzlichen Full-Size-USB-Anschluss bietet, an den du weiteres Equipment anschließen kannst. Ich mag minimale Setups mit wenig Kabeln. Über USB wird das Minifuse auch mit dem nötigen Strom versorgt, sodass du kein weiteres Netzteil benötigst. Bist du müde? Du, und damit wären wir auch gleich beim Einsatzgebiet des Minifuse 2. Hier stehen die Zeichen ganz auf Mobilität. Klein, leicht, zuverlässig. Und guter Sound sind die Kriterien, die dieses Interface zu einem perfekten Allrounder machen. Und das macht es für Anfänger wie auch für Profis gleichermaßen interessant. Anfänger profitieren von der äußerst einfachen Handhabung und von dem guten Sound. Profis freuen sich über ein kleines, leichtes Interface für den Mobilrechner, das in jede Laptop-Tasche passt und mit soliden Audiowerten aufwartet. Anschließen, Musik machen, fertig. Ja, wirklich. Du brauchst das Interface nur mit deinem Computer zu verbinden und zumindest beim Mac sind dann keine weiteren Treiber mehr nötig. Und bei Windows funktioniert es natürlich auch. Auf der ziemlich übersichtlich gestalteten Website von Arturia kannst du dir dann nach der Registrierung von deinem Minifuse ein interessantes Softwarepaket runterladen. Als erstes gibt es das Minifuse Control Center. Das ist genauso mini wie das Interface und erlaubt es dir, die Input-Einstellungen vorzunehmen. Dabei werden aber lediglich die Parameter der Frontblende reproduziert. Instrument Mic sowie 48 Volt Phantomspeisung on und off. Zum Betrieb ist die Software definitiv nicht nötig. Jedoch lässt sich über dieses Tool auch die Firmware updaten. Dann legt Arturia mit Ableton Live Lite noch eine richtige DAW mit ins Paket, die den sofortigen Start ins Produzententum ermöglicht. Dazu gibt es noch Analog Lab Intro sowie eine richtig gute Auswahl Effekt-Plugins aus der FX Collection. Sogar mein Lieblings-Delay-Plugin, das Tape Delay 201, ist mit dabei. Von Native Instruments gibt es die Guitar Rig LE dazu. Und Splice und Autotune bewerben sich mit dreimonatigen Testversionen um deine Gunst. Insgesamt ein durchdachtes Paket, das es dem Anfänger ohne weitere Softwareinvestitionen erlaubt, sich umgehend an die Aufnahme zu machen. Und ansonsten gibt es zu dem Gerät eigentlich kaum was zu sagen, weil es so einfach zu benutzen ist und kaum Fragen aufwirft. Ich habe das Minifuse 2 direkt hier in mein Sofa-Setup integriert, das ich neulich in meinem Loop-Op-Challenge-Video etwas detaillierter vorgestellt habe. Das besteht aus einem 16-Zoll MacBook Pro, einem Kopfhörer und einem Keystep 37. Damit entwerfe ich meine Tracks in Ableton Live 11 und schneide Videos mit DaVinci Resolve 17. Normalerweise benutze ich nur den Kopfhörerausgang meines MacBooks, der aber gerade im Zusammenspiel mit hochohmigen Studio-Kopfhörern deutliche Schwächen bei der Lautstärke zeigt. Und manche kann man auch einfach gar nicht daran anschließen. Bei höheren Lautstärken habe ich allerdings das Gefühl, dass der Kopfhörerverstärker von dem Minifuse im Gegensatz zu meinem Audiofuse Studio, was mein Hauptinterface hier im Studio ist,
wirklich ganz, ganz, ganz leicht früher anfängt zu zerren. Aber zu laut mit dem Kopfhörer ist sowieso nicht gut. Denk dran. Und dann sind da natürlich die Audioeingänge, denn diese sind beim MacBook ja schlicht nicht vorhanden. Mit eigenen technischen Messwerten kann ich allerdings nicht auffahren. Dafür sind wir hier gar nicht ausgestattet. Und das könnt ihr euch sowohl auf einschlägigen Testwebsites wie auch bei den englischsprachigen Fach-YouTubern alles ganz genau im Detail angucken, welcher Kondensator bei welcher Lautstärke anfängt zu rauschen. Das ist nicht unser Fachgebiet. Wir wollen uns hier wirklich auf die rein praktischen Aspekte von dem Gerät konzentrieren und gucken, ob es einen guten Sound abliefert oder nicht. Darauf kommt es nämlich an. Aber der angegebene Dynamikbereich von 110 dB bei den Eingangsverstärkern und 107,5 dB am Ausgang hört sich in der Praxis absolut nachvollziehbar an. Rauschen ist heute zum Glück kein Thema mehr. Die Aufnahmen klingen klar und unverfälscht. Das kannst du hier übrigens auch die ganze Zeit hören, weil ich hier den Ton für dieses Video mit dem Minifuse 2 aufgenommen habe und hier einem alten, ja, heute würde man sagen Vintage-Mikrofon. Das ist ein Gefell PM 860 noch aus der DDR. Obwohl, das war früher ein sehr weit verbreitetes Sprechermikrofon, das ich vor etlichen Jahren mal komplett habe überholen lassen bei Mikrotech Gefell. Das wurde damals mit einem XLR-Anschluss ausgestattet, mit einer neuen Kapsel sowie 48 Volt Phantomspeisung. So dass ich auch diesen alten Hund hier mit dem Minifuse 2 benutzen kann. Und zu meinem kleinen Demosong, den ich vorbereitet habe. Dazu erzähle ich euch mal ein paar Takte zu meinem Sounds und wie ich die mit der Arturia V-Collection gemacht habe und wie ich das ganze Arrangement dann mit Effekten aus der FX-Collection dann noch ein bisschen aufgebauscht habe. Ein Nachteil ist mir dabei noch aufgefallen zum Minifuse 2, und zwar wollte ich hier meinen Keystep an den USB-Hub anschließen und dachte mir, hey, das wäre ja super, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich mag minimale Setups mit wenig Kabel. Und dabei musste ich dann leider feststellen, dass das Minifuse 2 nicht genug Strom liefert, um den Keystep 37 zu befeuern. Also da kann der Adapter dann leider doch nicht in der Schublade bleiben. Ich weiß nicht, ob das technisch bedingt ist, dass das Keystep so viel Saft zieht, dass ein USB-Port am Computer nicht gleichzeitig Interface und Keyboard mit Strom versorgen kann. Das wird mir am ehesten noch einleuchten. Aber ich denke mal, es wird schon einen triftigen technischen Grund haben. So, jetzt aber zu den Sounds. So, als erstes habe ich aus den Ableton Packs, ich glaube, Vintage Drums oder so heißt das, habe ich mir den Drum Samples gesucht und mit den Drum Racks dann entsprechend hier arrangiert. Drums sind wie immer in einer Gruppe. So kann ich die auch ausschalten, separat. Wenn ich einen Sound suche, dann gehe ich eigentlich immer erst hier in so eine Kategorie rein und gucke, was ich brauche. Pad, Lead Sound, Bass. Und wähle was aus, was so ein bisschen in die Richtung geht, die ich brauche. Ja, und dann gucke ich, was man daraus so machen kann.
Hier bei dem habe ich hauptsächlich ein bisschen auf die Effekte Drive gelegt, damit es noch ein bisschen fitter wird. Ein bisschen heller. Ich habe Reverb drauf gemacht und ein bisschen Sync Delay, damit da ordentlich was los ist. Moduliert der Sound selber schon mit dem LFO so ein bisschen die Tonhöhe. Ich habe selber noch eine Filtermodulation eingebaut. Eine Modulation von Decay auf der Amp Envelope. Das ist hier Mellotron V. Cousteau's Orgel habe ich dann auch so ein bisschen durch den Wolf gemangelt. Aber nicht hier mit diesen internen Effekten, sondern habe mir da selbst was ausgedacht. Ich habe dahinter hier dieses Spring Reverb aus der FX Collection gepackt. Das klingt ganz schön spooky. Dann habe ich hier noch ein bisschen Frequenzen weggemacht, die mich nicht interessieren. Das Synthpad kommt von der Solina V. Die habe ich hier ein bisschen in den Frequenzen angeglichen, wo ein bisschen höher ist und im Bass nichts Unerwünschtes macht. Analog-Chorus, Analog-Delay ein bisschen drauf. Dahinter hier den Dimension-D-Chorus. Das ist die Juno 60 Emulation, mag ich sehr gern. Ich hatte ja selber lange Zeit ein Juno und das war immer so mein Lieblingssynthesizer und die Emulation, die geht ganz in Ordnung. Was ich witzig finde, ist hier diese Sache mit den Oszillatoren, dass man da das Alter einstellen kann, dann wird das echt irgendwann sehr schräg. Unvorhersehbar. Man kann auch Rauschen vom Chorus dazuschalten. Was ich dazu sagen muss, das erste, was ich immer mache, wenn ich richtige Juno-Sounds haben möchte, ist hier die ganzen Effekte ausschalten. Weil bei vielen der Presets bei Arturia verbirgt sich so der wahre Charme des Vintage-Geräts unter sehr, sehr vielen Effekten. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Presets sollen ja auch toll klingen. Aber so ein kleiner Tipp, wenn ihr auf der Suche nach dem richtigen Vintage-Mojo seid, erstmal die Effekte weg. Was auch super ist beim June 6V, ist, dass es einen zweiten LFO und eine zweite Hüllkurve gibt, die das Originalgerät nicht hat. So einen kleinen Polysound, den habe ich hier mit dem Obi XAV gemacht, Fake Harpsichord. Und da habe ich auch eine ganze Menge umgeschraubt. Das ist Paste. Der Sound kommt auch nur ganz kurz am Schluss vor. Klingt auch immer so ein bisschen Depeche Mode-mäßig. Emulator 2V. Synth Voice 3. Ja, das war's schon mit den Sounds. Dann viel Spaß mit dem Track. Thank you.